Ja, in diesem Roadtrip seht ihr unsere Fahrt zum E-Day. Da habe ich ja schon 3 Videos dazu unter den Extras drin. Und hier ist jetzt mal der Roadtrip beschrieben. Die Entfernung, wir haben da unsere Tochter abgeworfen, ist ungefähr 117 Kilometer. Ja, mal schauen, was das... was dann der Trip Report am Ende sagt. Und ja, das ist auf alle Fälle eine Entfernung, die kein Problem ist mit einer Ladung. Es gibt dann unten, wie man sieht, beim Punkt C ist eine Ladesäule und D sind dann auch nochmal so ein Ladepark aufgebaut und dann schauen wir mal, was wir da so an Lademöglichkeiten präsentiert bekommen. Thank you.
Ja, und meistens kommt es anders, als man es denkt. Ja, so schaut der Tripleport aus. Wir sind gestartet mit Vollladung bei 100% zu Hause. Sind dann über Fürth gefahren und sind dann in der Kratzmühle angekommen. Es waren dann 122 Kilometer Fahrstrecke, zumindest laut Tahoe, was dann einen Verbrauch von 13,93 Kilowattstunden hat. Und ja, leider konnten wir dort, weil da so viele Elektroautos waren, nicht den Schnelllader nutzen. Ich habe immer irgendwie die Chance verpasst, da mich hinzuhängen. Also habe ich einen Schnarchlader gehabt. Und er hat es dann immerhin geschafft, mit 3,7 kW von 36% auf 66% in 2 Stunden und 6 Minuten zu kommen. Das ist ganz okay für die Leistung. Ist das in Ordnung, das Einphasig 16 Ampere? Das passt schon, denke ich mal. Ich weiß es gar nicht. Also es war nichts draufgestanden auf der Box, aber irgendeiner hat es wohl gesagt, dass es ein 3,7er ist. Ja, könnte ich jetzt mal nachrechnen, ob das hinhaut. Bei 2 Stunden 30% laden. Naja, könnte schon hinkommen. Ja, weiter ging es dann und dann hat uns ein bisschen, dann habe ich eben in Kinding noch, genau, in Kinding wollte ich die Ladesäule noch filmen, da gibt es dann auch ein Ladevideo dazu. Und da habe ich mir gedacht, da hat mir die Anzeige ein bisschen einen Streich gespielt und die hat mir da ja nur 84 Kilometer angezeigt. Nein, die hat mir sogar weniger angezeigt, glaube ich. Also am Display war weniger. Die Werte, was ich hier immer hinschreibe, das ist aus der E-Mail, die ich bekomme. Ich bekomme immer beim Laden ja eine E-Mail am Anfang und am Ende und da schreibe ich das dann immer hin, was State of Charge ist und Restreichweite. Und daher habe ich auch die Minuten genauen Uhrzeiten. Also ich schreibe mir das nicht alles auf, da bin ich viel zu faul. Ne? Also das hole ich alles aus den E-Mails raus, die automatisch verschickt werden von der Zoe. Und da kann ich das dann nachprotokollieren, wie lange der Ladevorgang gedauert hat und wie viel Restreichweite da dann errechnet wurden. Und wie gesagt, 84 Kilometer, ich glaube, da waren. Also es war knapp. Und dann habe ich mir gedacht, maximal sicher, hängst du das mal 10 Minuten hin. Dann habe ich es 10 Minuten hingehängt. Und dann sind wir losgefahren, wie man sieht, wie wir in Fürth angekommen sind, weil ich wollte dann in Fürth vollladen. Da wollte ich mal gucken, ob die eine Ladesäule beim E-Blitz in Betrieb ist und tatsächlich hat es funktioniert, die war da. Die habe ich dann als erste wahrscheinlich, glaube ich, benutzt, weil noch kein anderer da mal hingefahren ist anscheinend. Und da hatte sie dann noch 39 Kilometer Restreichweite, also das war, hätte man heimfahren können auch, ne? Also das war kein Thema. Was nicht verwunderlich war, denn wenn man sich unten das Streckenprofil anschaut, ist die Hinfahrt natürlich mit mehr Verbrauch, obwohl ich gleich gefahren bin. Also ich fahre immer mit Tempomat und das heißt, ich fahre eigentlich immer mit derselben konstanten Geschwindigkeit. Wenn man jetzt das Streckenprofil anschaut, dann geht es in Richtung Ziel doch mehr bergauf und zurück geht es eben mehr bergab und das sieht man auch am Verbrauch. Ne? Also das ist eindeutig sichtbar, dass da schon 2 Kilowattstunden Unterschied da sind, in die Gegenrichtung zu fahren. Jo, genau. Jo, soviel dazu, wie wir dann daheim angekommen sind, waren wir bei 51% unten. Und ja, das war der Tour-Report für diesen Roadtrip. Eins muss ich noch sagen, die komplette Rücktour ist leider nicht drauf, weil irgendwie, da muss ich mir nochmal Gedanken machen, hat mein Handy das Problem, wenn die Kamera aufzeichnet, lädt er den Akku wohl nicht so schnell voll. Das heißt, das Handy muss immer ganz voll sein, damit es auch tatsächlich während der Fahrt immer voll bleibt. Wenn es schon beim Start ein bisschen leer ist und das war es eben, weil ich einen Haufen Videos aufgezeichnet habe und die Vorträge noch aufgezeichnet habe und dann war es bloß bei 50% und wie wir dann gefahren sind, hat er zwar irgendwie, ich weiß es nicht, was das Ladeding getrieben hat, aber so irgendwann, wo das Video abbricht, war halt dann der Akkustand auf 5% und konnte dann erstmal nicht mehr aufzeichnen. Dann haben wir gedacht, na gut, jetzt brauchst du auch nicht mehr anfangen. Jupp. Aber der Tour-Report ist für die ganze Tour, also von A nach
C und D wieder zurück. Und ja, soviel dazu.